Radtour Erjukan. Hier beginnt sie. Hallo zusammen. Ich bin jetzt hier in Erjukan am Busbahnhof bzw. historischen Bahnhof hier. Und das Ganze sieht echt einladend aus. Es sind 21 Grad, leicht bewölkt. So kann man es aushalten mit T-Shirt und kurzer Hose. Und wir haben heute den, ich glaube, 2. September. Ja, und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der Aufbau auch aus Holz ist. Allerdings ist der Zustand von dem ersten Wagen nicht so klasse, aber der zweite ist schon deutlich gepflegter. Aber insgesamt ist hier so der ganze Bereich, wie man hier vielleicht schön sieht, nicht so in Schuss gehalten. Hier ist der Wohnmobilstellplatz von Erjukan, kostet 200 Nok die Nacht. Und direkt nebenan ein riesen Rema. Jetzt geht es hier über so eine alte Steinbrücke mit einer herrlichen Aussicht. Und auch nach unten muss ich hier nichts verstecken. Was ihr dort seht, ist hier dieses Kraftwerk. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ja, ich fahre jetzt hier Richtung Stadt und schwenke direkt mal hier ein, so einen Bogen rum. Also das Schönste hier an Erjukan ist einfach die Lage. Und der Ort ist eine nette Beigabe, sage ich mal. Ganz nett. Das hier ist das Polizeigebäude. Hier im Hintergrund links Kino, rechts Café. Ach, hier steht ein alter T2. Schon halb eingewachsen hinten. Also die Norweger haben ja unheimlich viele alte, schöne Autos hier. Der Großteil ist VW oder amerikanische Modelle. Was mir natürlich beides sehr zusagt. Und den Radfahrern sind sie auch nicht abgeneigt. Wie man hier schön sehen kann. Sportlicher junger Mann. Hier vor mir ist die Apotheke in der Dorfmitte. Mit einem herrlichen Dorfplatz, der gerade saniert wird. Im Hintergrund nochmal das Kraftwerk und hier rechts die Bibliothek von Ujakan. Und hier eine besondere Attraktion oder ein technisches Highlight von Erjukan. Diese Spiegelinstallation oben auf dem Hügel. Ich zeige euch die gleich auch am Hügel selber. Aber wollte euch erst die Bilder zeigen, weil man es da besser erkennt. Und lese euch jetzt auch mal kurz was Passendes dazu vor. Sonne oder Sonnenmangel ist schon immer ein wichtiges Thema in Erjukan gewesen. Erjukan verschwindet die Sonne für 6 Monate im Jahr. Der Stadtgründer von Erjukan, Sam Eide, hatte schon 1913 die Idee, dass die Sonnenstrahlen lang runter in das Tal geholt werden sollten. Allerdings wurde diese Idee erst 100 Jahre später Realität. Der Sonnenspiegel hat 5 Millionen norwegische Kronen gekostet und besteht aus 3 computergesteuerten, 17 Quadratmeter großen Heliostat-Installationen. Der Spiegel steht auf 742 Meter über dem Meeresspiegel in der Felswand und ist direkt über dem Zentrum von Erjukan platziert. Ich zoome das jetzt mal gerade so ein bisschen ran, da oben. Ja, ein bisschen zoomen ist gut, ne? Das ist eine ganze Menge. So. Das sind diese Spiegel. Und die sind hier oben über dem Ort. Bei starkem Sturm oder Wind legt der Spiegel sich automatisch in eine flache Stellung, um möglichst Schäden zu vermeiden. Im Sommer funktioniert der Spiegel zwischen 10 und 16 Uhr und im Winter ist die Funktionszeit auf 1 Stunde begrenzt.
finde ich schon eine beeindruckende Konstruktion. Und so wie ich das verstanden habe, sind hier die hell markierten Stellen auf dem Platz dann die, wo die Sonne am meisten ist oder diese Reflexion. Deswegen stehen die Leute dann auch punktuell nur. Ja, mal sehen, ob sich das nachher da oben noch ein bisschen spiegelt, wenn die Sonne ein bisschen weiter rum ist. Ich bin ja noch einen Moment unterwegs hier. Weil zu den Spiegeln mit dem Fahrrad hoch möchte ich nicht zwingend. Sind nur 1,9 Kilometer. Aber wie ihr gerade gesehen habt, geht es da deftig hoch. Und da ist mir jetzt gerade irgendwie nicht so ganz nach zumute. Ich schaue mir lieber hier diese schnuckligen Häuschen weiter an. Und was der Ort sonst noch so ein bisschen zu bieten hat. Und ich hoffe, ihr bleibt dran und schaut euch das natürlich auch an. Dass ihr noch nicht übersättigt seid von Norwegen. Weil es ja, wie ich schon mal sagte, etwas andere Norwegen-Videos sind, wie der Durchschnittsreisende hier macht. Da ist auch ein Teil der Kommune untergebracht. Sind ja immer Prachtbauten hier. Falls ihr euch wundert, dass ich die ganze Zeit in der Hauptstraße bin, ist gewollt, um einmal hier den Ort im Grunde lang runter zu rollen und dann auf der unteren Seite am Wasser zurück. Weil hier, das sind doch sehenswerte Häuser, auch wenn im Grunde eins dem anderen fast gleicht, weil vom Baustil sind die alle gleich. Aber farblich doch schön anzusehen, dieser Wechsel immer. Und dann so ein Exot dazwischen. So, und hier rolle ich jetzt auf die Kirche zu. Auch wieder mit so einem Ehrenmal davor. Ein Gedenken an die gefallenen Soldaten. Schön aus diesen großen massiven Steinen hier dieses Gebäude zu machen. Ich meine, bietet sich an hier in der Ecke. Aber das andere wäre Quatsch, ne? Warum importieren, wenn man es vor der Tür liegen hat? Aber sehr beeindruckend. Und wenn man hier so vor dem Türchen steht, die ist noch gar nicht so alt. 1914 und 1915 gebaut. Wenn man so um die Kirche rumfährt, ist hier hinten dieser kleine Nebeneingang für die, ach, wie heißen sie denn? Messdiener und, ja, die Kirchendiener halt. Ich komme nicht auf den Namen. Und eine Klimaanlage, das gibt's ja nicht. Toll. So, jetzt geht's wieder Richtung Ort, weil hier kommt nicht mehr ganz viel. Und dann zeige ich euch die nächste Reihe im Grunde, die schön am Wasser entlang geht. Was man auch hier vor mir schon so ein bisschen sehen kann. Ich zoome mal kurz. Da ist der Fluss schön zu sehen. Ist doch ein schönes Fleckchen hier, oder? Da ist so eine alte Eisenbahnbrücke. Ich habe aber gerade entdeckt, dass unten noch ein anderer Radweg geht, weiter in den Ort rein. Den werde ich jetzt doch erst zuerst nehmen. Ja, und das ist der Radweg, den ich gerade meinte. Den kann man ja wohl schlecht auslassen. Den hatte ich bloß vorher nicht gesehen. Oh, oh, oh. Ja. Wackelte gerade arg. Leider endet der Weg hier irgendwie. Und da geht es so ein paar Treppen hoch auf die andere Seite des Ortes. Das war nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Bin jetzt wieder zurück oder auf dem Weg zurück zum Wasser und genieße das Panorama mal wieder. Eigentlich alles, was hier kahle Stellen sind und so ein bisschen erhellt, sind die Bereiche, wo sonst die Wasserfälle sind. Entschuldigt, dass ich gerade so zusammengezuckt bin. Hier sind so tiefe Löcher, das hatte ich nicht gesehen. Und ja, fast das Lenkrad aus der Hand gerissen. Naja, auf jeden Fall komme ich da vorne wieder zu dieser Eisenbahnbrücke und ab da geht dann der Weg weiter, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, jetzt geht's über die Brücke entlang der Eisenbahnschienen hier
mit diesem glasklaren Wasser vorbei an Hurrikan Hütti. Und hier ist so ein Mini-Ferienhauspark, aber sehr schön. Also dieser Bereich hier zum Beispiel ist bekannt dafür, dass hier richtige Wasserfälle runterstürzen. Aufgrund der Trockenheit leider nicht. Wie gesagt, hat immer seine Vorteile. Dafür radle ich hier seit 2 Wochen in der Sonnenbüchgegend. Aber ich hätte schon gerne solche Wasserfälle gesehen. Naja, so, jetzt geht's Richtung Prachtbau, Kraftwerk. Hier konnte ich ja gerade nicht dran vorbeifahren. Im Grunde auf dem Anhänger packen und mitnehmen. Er sieht fast aus wie meiner von der Lackierung. Bloß bei mir war die Gesamtkarosserie in diesem Purple von VW und die Seiten in Silber. Aber sonst identisches Fahrzeug. Echt sehr schön. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt an dem Kraftwerk hier. Oh, der Wind wird wieder extrem kräftig. Und jetzt schauen wir mal, dass wir ein paar gute Aufnahmen hier hinkriegen. Weil das Gebäude an sich ist sehr imposant. Ich muss hier mal so ein bisschen schwenken, weil das sonst so riesig ist, dass ich das nicht besser hinkriege, oder? Ach doch, es ist so ziemlich drauf. Ist zwar das Auto im Vordergrund. Aber so erkennt man diesen Klotz doch ganz gut, denke ich. Oh, nicht, dass mir gleich die Haare zu Berge stehen, direkt über mir hier. Vielleicht so 5 Meter hoch, 6 Meter. Mehr nicht, sind diese Stromleitungen. Aber ich wollte hier gerne ein schönes Bild machen. Jetzt mal ohne Quatsch, Leute, da ist ja diese Leitung. Und ihr seht ja hier anhand des Bullidaches vielleicht, wie tief die hängt. Ich habe da jetzt so, weiß ich nicht, 2 Minuten gestanden, um ein schönes Bild zu machen. Und fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Ich weiß nicht, ob man das spüren kann, aber ich bilde es mir zumindest ein. So, schön über die Brücke. Keine Autos, nein. Hier sieht man nämlich, wie das Wasser rausgepumpt wird. Und das sieht auch farblich wohl Weltklasse aus. Und das Gebäude an sich, wie gesagt, trist, betongrau. Aber optisch ein Highlight. Direkt hier neben ist das Erjukan Gästehaus. Ich weiß nicht, ob ich direkt hier übernachten möchte. Boah, der Wind ist übel geworden. Wie an der Küste. Ich versuche die ganze Zeit diesen Kasten mal komplett drauf zu kriegen, auch mit der zweiten Reihe. Ist aber nicht möglich, weil ich nicht genug Abstand halten kann. Also einmal so. Das Ganze könnte auch bei James Bond mitspielen als Schurken. Haus oder sowas. Naja, die Seite ist deutlich schöner. Aber ich fand das Ding halt auch irgendwie auf seine Art und Weise abstrakt schön. Und auch das finde ich sehr schön. Nicht den Fluss, sondern auch in Norwegen gibt es offene Bücherregale. Hier in einem alten Baumstumpf. Ja, da vorne steht meine Hope schon wieder. Das heißt, Hurrikan oder wie es auch immer heißt, Ayukan, wahrscheinlich Hurrikan, ist abgeradelt, ist kein ganz großer Ort, aber durchaus schön. Daher würde ich sagen, wie immer, mit diesem schönen Muster in den Steinen, wenn ihr mal darauf achtet, wie die gelegt sind, verabschiede ich mich. Motorräder sind hier echt alle sehr laut. Was ich sagen wollte ist, dass ich hoffe, es euch gefallen hat. Mir auf jeden Fall, wenn es auch eine kleine Runde war. Macht's gut, euer Markus.